Oh, ich sehe, du hast das große Testzentrum aufgebaut, mein lieber Scholli. Ja, ja, ja. Oh, das sieht aber toll aus. Ja. Und das Döschen gefällt mir. Mensch, das scheint sehr spannend zu werden. Bitte schön, junge Frau. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag, hallo. Ich stelle mal vor, Wendela Horz. Angenehm, hallo. Hallo. Ich bin der Horst oder Herr Lichter. Ich heiße Suada. Wow, wo kommt denn der Name her? Der Name kommt aus ehemaligen Jugoslawien, besser gesagt Bosnien. Mhm. Ich lebe sehr lange in Deutschland und bin mittlerweile eingebürgert. Aber der Name ist geblieben. Ja, den sollte man auch stolz behalten. Ne? So, meine Liebe, du machst in Deutschland jetzt was? Ich bin Fachkrankenschwester und arbeite seit fast 20 Jahren im Krankenhaus in Krefeld. Und in deiner Freizeit machst du was? Ich male tatsächlich. Mhm. Also, ich gegenständlich oder? Nee, abstrakt. Ja. Und das ist eben so mein Ausgleich zu meinem Arbeitsalltag. Mhm. Ja, meine Liebe, das hast du woher? Das habe ich von meiner Patentante zu 18. Geburtstag bekommen. Sie ist in den 60ern aus ehemaligen Jugoslawien nach London ausgewandert, als junges Mädchen. Und diese Brosche hat ihr damaliger Verlobter geschenkt. Ich habe die tatsächlich auch nie getragen und deshalb zu verkaufen, in der Hoffnung, dass jemanden sich an diese tolle Brosche erfreuen konnte. Bestimmt, ganz bestimmt. So, dann vermute ich ja fast, dass sie aus England stammen könnte. Ja. Was aber nicht heißt, dass dem so ist. Ja, 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 doch, doch. Also England nicht, aber Großbritannien trifft es gut. Sie stammt aus Schottland. Ach, okay. Wir haben ja hier die Original-Schatulle dabei. Mhm. Und wenn man sich viel Mühe gibt, dann kann man hier oben in der Seite lesen, William Alston aus Dundee, aus Schottland. Mhm. Und das scheint wirklich die Original-Schatulle zu sein hier. Die Aussparungen passen ganz genau. Das wurde extra dafür angefertigt. Sehr schön, mit Leder bezogen. Passt auch in die Zeit. Und da sind wir schon bei der Zeit. In den späten 1830er Jahren um 1840, da war sowohl die Gestaltung als auch die Technik als auch der Steinbesatz ganz typisch. Es sind Edelsteine, die uns gar nicht so häufig begegnen. Es sind Pink-Topase, die unterlegt sind mit einer Folie. Also die Fassungen sind von hinten geschlossen und mit einer Folie unterlegt, damit diese Farbe auch wirklich zur Geltung kommt. Die Topase haben nur einen ganz, ganz zarten Hauch von Pink eigentlich. Mhm. Und hier das Ganze nochmal flankiert von Chrysoberyllen. Ein Stein, den wir auch nicht so häufig sehen. Und das Ganze ist gefertigt in vermutlich 625er Gold. Also ich konnte jetzt testen auf 14 Karat, auf 585. Das hat gut gehalten. In Großbritannien üblich war eher 15 Karat. Es könnte also auch 625er sein. Das ist aber kein allzu großer Unterschied hier. 625er Gold mit Feingold noch mal überzogen. Eine schöne, sattgelbe Vergoldung. Und wenn man das Ganze auf der Rückseite betrachtet, kann man noch eine Besonderheit entdecken. Das finde ich besonders charmant. Dieser kleine Anhänger ist eigentlich ein Medaillon. Und hier unten konnten dann noch mal von einer geliebten Person entweder ein kleines Bild, eine Haarlocke aufbewahrt werden. Und man sieht es von vorne nicht, aber die Rückseite hat dieses kleine Fensterchen noch. Ich drehe es noch mal um. Hast du nie gesehen, ne? Siehst du mal? Nicht aufgefallen? Nein? Absolut nicht. Ich bin jetzt so überrascht von Expertise. Ja. Ja, das ist ganz süß hier mit dem kleinen Kuckloch von hinten. Leider sehe ich keine Punzen. Das kann natürlich sein. Es wurden 2, 3 Stellen mal ausgebessert. Vielleicht waren just an diesen Stellen die Punzen und die sind dann verloren gegangen. Ja. Zustand? Der Zustand ist sehr gut. Bis auf diese Stellen hier, ich zeig's mal, hier wurde das mal neu angelötet. An den Seiten. Die Nadel könnte auch neueren Datums sein, aber ansonsten ist alles vorhanden noch, es fehlt nichts. Hier ist ein kleiner Riss, aber wenn man das Alter bedenkt, dann ist der Zustand absolut gut. Es fehlt kein Stein, es ist alles vorhanden, es gefällt mir sehr gut.
Jawohl. Dann bin ich jetzt auf den Wunschpreis gespannt. Ja, ich dachte, so 800 Euro wäre schön. Schön, ja, aber dem Schmuckstück auch angemessen? Ja, also 400 Euro geschätzt ungefähr wäre der Materialwert. Mhm. Und ich gehe da ganz mit Ihren Vorstellungen mit. 800 bis 1000 Euro. Auch weil die Box dabei ist? Auch weil die Box dabei ist, genau. Die habe ich mit berücksichtigt. Ja. Tja, meine Liebe, dann würde ich jetzt sagen, nur noch viel Erfolg bei den Verhandlungen. Dankeschön. Da geht's rüber. Tschüsschen. Ist immer wieder verwunderlich, dass so Stücke noch irgendwie überlebt haben. Ne? Gott sei Dank, ja. Ja, weil wie oft wurde dann Gold auch gesammelt, eingesammelt, ja, eingeschmolzen. Mhm. Ne? Aber ein dicker Klunker. Passende Schatulle dazu. Ist wunderschön gearbeitet, muss ich sagen. Bin ja an sich kein Freund von Biedermeier-Schmuck, aber die ist schon schön. Ich habe tatsächlich keine Strategie. Ich lasse mich jetzt überraschen und lasse erst mal die Brosche auf Händler wirken. Und vielleicht erklärt sich dadurch auch alles. Gut möglich. Schließlich ist Schmuck im Händlerraum oft heiß begehrt. Hallo, die Dame. Hallo zusammen. Ja. Guten Tag. Wie grüßen Sie? Sehr schöner Schmuck. Ja, nicht wahr? Ja. Das ist wirklich was Besonderes, finden wir immer, wenn die Schachtel auch noch dabei ist, wo das wirklich reinpasst, die extra für das Schmuckstück angefertigt wurde. Und Sie möchten selber sowas nicht tragen? Ich habe keine Anlässe und es fällt mir tatsächlich schwer, mich davon zu trennen. Aber ich hoffe, dass es in Hände von jemandem kommt, der das tatsächlich zu schätzen weiß. Ja. Denn die ist ja sehr alt, habe ich jetzt auch bei der Expertise erfahren. Ich wusste, dass es alt ist, aber dass es 1830 wahrscheinlich ist, das wusste ich nicht. Es ist wohl sehr, sehr alt. Schön. Wie wurde denn der Goldwert bemessen, dass wir da erstmal eine grobe Richtung haben? Also Gesamtwert, der wurde angegeben tatsächlich 400 Euro, haben wir gesagt. Mhm. Das ist doch schon mal ein guter Anlass. Ja, fangen wir mal mit 450 Euro an. 500. 600. 650. 700. 57. Ich meine 800. 850. 880. 9. Du? 900. 950. 980. Vierstellig, 1000. Ich finde dieses Schmuckstück sehr gut. Geht noch jemand über 1000? Ich denke nicht. Jan? 1000 ist schon ganz in Ordnung. Ich glaube auch. Gnädige Frau, was halten Sie denn von meinem Gebot? 1000 Euro in bar. Ja, ich gebe es ab. Und ich hoffe, Sie hegen es und pflegen es gut. Ich werde mich bemühen. 2, 4, 6, 8, 10. 1000 Euro für Suada. Für Sie, die Dame. Dankeschön. Bitteschön. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Schönes Stück. Unglaublich. Schön. Fast 200 Jahre alt. Ja. So gut im Schuss. Mhm. Wow. Der Verkauf war sehr spannend. Die Händler haben tatsächlich Wert der Brosche erkannt, fanden es auch sehr spannend, vor allem, dass es so alt ist, 200 Jahre fast. Und ja, ich habe auch meinen Wunschpreis bekommen, sogar ein bisschen mehr.